weiter geht's. Wir folgen Highrise nach Takatuka-Land. Dude. Dude. Horror. Horror. Stand still, Horror. Oh, Horror. Whoa. Hörst du das? Stay cool, bitch. I can't fuck this snitch. I can fuck it up right now. Okay, oder auch nicht. Ich dachte, ich könnte es. Okay, okay. Oh, ich wollte gerade sagen, okay, Hits auf den Körper und dann geht gerade die AP leer. Geiler Scheiß. Nee, es verfolgt nichts. Da hinten steht einer. Mach doch mal die Augen auf. Und bevor der Call. Boom, bitchy. Get up. Kate, she. Ach, wisst ihr was? Ist egal. Ist egal. Soll er da hinten rumstehen auf seinem komischen Fleck? Harris? Sind wir ja schon richtig? Ist es schon der Takatuka? Ich glaube schon. Oh Gott, er stuck doch jetzt nicht. Ich gehe hoch. Wahrscheinlich sind wir hier irgendwie richtig, oder? Ist durch ein Terminal gesperrt. Oh, du wirst doch da jetzt nicht rumhängen. Oh, halt. Hm. Ja, komm. Fast richtig. Na also, es geht doch. Der macht uns da bestimmtes Ding auf, oder? Das war in seinem Tower, ich erinnere mich. Oh, aber nicht in dem, doch in dem. Ha, irgendwie ist was passiert. Achso, müssen wir anlabern. Highrise. Und da sind wir auch schon. Yay. Eine ganz normale Nacht für einen Agenten, was? Jo. Gehört alles zum Service. Ich glaube, ich werde dich sogar noch mehr mögen als Glory. Wenn du je Essen, Kugeln oder auch nur ein Nickerchen brauchst, komm mit dem Aufzug hoch nach Taikon. Bist stets willkommen. Aber jetzt muss ich mich erstmal um Hart. Ich brauch Kugeln. Kugeln, Kugeln. Mach mal auf. Baba, baba. Also wenn wir da kostenlos Munition bekommen, bin ich auf jeden Fall mit von der Partie. Entdeckt Ticonderoga. Eine Machete. Und da sind wir schon. Mensch, ist hier schön. Guck mal hier. Hallo? Du bist aus dem Hauptquartier, oder? Kate ist wieder da unten. Blöde Nase. Wenn alle Basen der Railroad so schick sind, hab ich vielleicht doch nichts dagegen, etwas mit denen abzuhängen. Ja, merkst du gerade mal was, Kate? Ja, du bist sexy. Kate, da ist ein Fat Man. Look at die, Brie. Highrise leitet einen guten Unterschlupf. Das braucht ihr alles zum Glück gar nicht, ne? Okay, hört ihr, wie gut sich diese Dinge anhört? Der Travinzer. Der Travinzer hört sich so gut an. Lecker. Da haben wir schon mal Medics. Und was haben wir hier? Danke nochmal. Highrise, du kannst nicht schon hier sein. Das geht nicht. Nee, das geht nicht. Lüg mich nicht an. Warum beschäftigst du dich damit? Willst du etwa ein Museum aufmachen? Kate, das ist Geld. Das ist Geld. Du kennst es nicht, aber... Verdammt nochmal, ja. Schusswaffenverursachen, dauert 5. Verdammt nochmal, ja. $33 das Ding mal gekostet. Ah, jo, klar, natürlich. Hm? Ich brauche Munition. I need Ammunition. Jawohl, das ist schon mal sowas. Ja, doch, das ist eigentlich Munition. Mr. Stockton meinte, dass ich nichts sagen soll. Chille, Mille, dude. Hey, H2. Es hey. Ist wahrscheinlich sicherer, wenn ich nichts Gosh. Sage. Ich will dich. So, ich guck mal hier. Oh. Hilfe, wer ist dieser Mann? Sorry, ich gebe auf, ich gebe auf, ich gebe auf, ich gebe auf, ich gebe. Alles klar. I don't give up, bitch! Was ist mit dir los, Harass? Hoppala. Oh shit! Naja. Da wollte ich einmal kurz. Man kann den grün machen, wow! Da wollte ich einmal kurz eine BC ran, dann darf ich wieder nicht, weil alle total angepisst sind. Instant. In an Instant. Wo ist jetzt noch Munition? Ich. Oh. Du bist aus dem Hauptquartier, oder? Ah, warte kurz, was haben wir denn? Ja, mein. Tsching. Schere. Railroad again. Sie sagen, ich kann hier schon bald raus. Ja. Ja. Kannst du. Du kannst bald hier raus, Dave. Ich mach mal kurz hier die Mucke aus, weil ein Die-Treffer und so, ihr wisst Bescheid. Nein, ihr wisst Bescheid. Hopp, mal runter jetzt.
Wo ist die Munition? Oder hat die jemand dabei? Muss ich jemand anquaken und der hat kann dann irgendwie Ding Ding Ammunition und der kann dann irgendwie mit mir handeln oder die. Oh, da ist safe. Ja, sehr gut. Haben wir schon mal eine Kleinigkeit gefunden, der auch direkt aufgeht. Schön. Da ist also alles drin. Plasmakartusche. Oh, nice. So. Da ist noch. Sind noch Stinkpacks drin und so Zeug. Eine Vault-Tech-Box, aus der ein Bär rausgekommen ist. Tactron. Das ist wahrscheinlich das Terminal für das Roboterlein. Ja. Und sonst? Kann man immer noch weiter. Oh Gott, man kann alles weiter runtergehen. Hier los. Bin ich dabei? Sag bloß, man kann ja komplett runtergehen. Das ist schon irgendwie cool. Oh. Sehr nice. Scheiße, ja. Oh, da geht's auch noch weiter runter. Seife, immer gut für die Kate, weißt du? Ach, ich dachte, da lag nochmal eine Robocop. Ja. Eine Küchenwaage. Wer schmeißt denn eine Küchenwaage in so einen kleinen Mülleimer rein? Es ist ein Passable. Das ist doch kein Passable. So. Oh. Ah. Es geht immer weiter. Es geht weiter. Es geht echt immer weiter. Ich glaube, wir können ja einfach runtergehen. Dann haben wir nochmal richtig dick Zeug am Start. Wenn wir das hier einfach runterlaufen, das ganze Stück. Ah. Guck mal da, was der Onkel gefunden hat. Ja, 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 ja. Wo ist er denn? Oh. Ja, wo ist er denn? Okay. Und hoppa. Achso, halt. Ist ja schon richtig. Wir wollen ja weiter runter. Jetzt müsste gleich diese Tür kommen, wo es dann vorhin hieß, die kann man nur mit dem Terminal öffnen. Ja. Waffenhandschuh. Ein Expertenterminal. Was? Was war? Hm. Belonging. So. Das ING könnte jetzt hinten dran natürlich richtig sein. Testen wir es mal. Ja, es ist ein ING. So, jetzt haben wir hier noch eins. Da oben aber, da rechts aber auch sogar zwei. Das war nicht das Richtige. Es waren sogar vier Richtige. Ah, hätte ich gespeichert, hätte ich jetzt einfach... So, speichern. Shit. Hätte ich da einfach mal eins verkacken können. Vaporizes. Oh, scheiße. Doch. Das A könnte das sein. Ja, es ist höchstwahrscheinlich das A an der zweiten Stelle. Sanctuary. Und sonst haben wir keins. Boom. Was? Das sind da diese Dinger, wo ich nicht weiß, was ich jetzt falsch gemacht habe. Null. Das kann doch gar nicht sein. Das A muss richtig sein. Weil sonst nichts anderes am richtigen Ding. Also es gab keine Übereinstimmung. Considers. Gut. Das hier könnte das sein. Ja. Jawohl. Safe-Steuerung. Wo ist hier bitteschön ein Safe? Also, direkt hinter uns. Mhm. Gut, hier gibt es doch sehr, sehr viel Kram, den man mitnehmen kann, den wir finden konnten. Auch einfach so an Munition. Also da bin ich doch schon höchst zufrieden mit diesem Fund. Und dass wir hier drin waren überhaupt. Sehr gut, sehr, sehr gut. Ich hänge jetzt am Stiel. Da kommt man wieder raus. Sie sich direkt einscheißt. Ich kann da auch nichts dafür, Käthe. Ich kann auch nichts dafür. Guck mal, ich mache dir die Tür auf, Käthe. Bist du zufrieden? Boom. Und schon sind wir unten. Wir sind jetzt komplett durchgeschlappt und haben, ich glaube, doch recht viel Munition aufsammeln können. Das ist schon mal nice. Ja, schon mal sehr nice. So, und jetzt gehe ich nach Hause. Und mache was total cooles. Was total abgefahrenes, Leute. Das wird so richtig schön. Ach nee, jetzt mache ich das. Ich glaube, jetzt mache ich echt... Ah ne, wisst ihr was? Das mache ich auch in der Aufnahme. Ich habe von Anfang an gesagt, wir machen ja alles in der Aufnahme und fertig ist der Lack. Ihr seht gleich, was ich mache. Und zwar schön Breschduft auf der Kopfkacke.
So, von hier müssen wir uns bereits teleportieren können. Wir können aber, glaube ich, noch hier. Das ist ja mit, wenn wir uns eh schon teleportieren. So. Und dann müssen wir uns aber doch... Hallo? What the fuck? Es will nicht. Die. Why is this not pass up? Jetzt geht's auf einmal, okay. Mit dem Skill Scharfschütze kannst du beim Zielen länger den Atem anhalten. Auf höheren Stufen können Einzelschusswaffen mit Zielfernrohr... Oh, gut. Gegner auf den Boden werfen, das ist schon cool. Das ist wirklich ein geiles Feature. Oh, Leute. Was packt ihr... Bla, bla, bla. So. Also, passt auf. Wegwerfen, erstmal hier liegen. Entfernen. Aha, kann ich nicht, weil es so eine Scheiße ist. Du sprichst und ich hör zu. Ja, bla, bla, die Gusch. Halt doch die Gusch. Hat der Gusch. So, weg damit. Dann, passt auf. Ja, das passt ja hier mit den Waffen. Oder wisst ihr was? Die müssen wir eigentlich auch noch umbenennen. Aber das mache ich jetzt. Hätte ich auch machen können. Scheiße. Du erinnerst mich an. Bla, 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 bla. Und zwar. Nie Ärger gesucht, umbenennen. Aber ihn immer gefunden. Poop Boy. Das ist unser Poop Boy. Dann haben wir hier unseren. Unser Hemd. Krass, warum geht das jetzt auf einmal so gut? Das ist unser. Arm rechts. Ah, geil, wenn ich runtergehe, dann ist okay. Das ist, Bein. Links. Ach, ist das schön. Dann hier, das ist unser... Nee. Panzer. Hier ist unser Arm links. Nee, verdammt. So. Dann noch, Bein rechts. Und das hier ist. What the fuck? Schon wieder rechter Arm. Achso, halt. Ne, das haben wir ja gar nicht angezogen, denn das können wir, wollen wir verwerten, aber wir können es nicht. Haben wir ja echt noch irgendwas zu viel? Habe ich es nicht gerade abgelegt? Ich glaube, ich ziehe uns gerade so Stück für Stück nackt aus und wir werden immer schwächer, kann das sein? Egal. Jetzt ist es einfach übersichtlicher. Nicht mit diesen Namen und mit diesen Klammern und dem ganzen Scheißdreck. Und das machen wir hier bei den Dingern genauso. Der Hauptgewinn... ihr könnt gerne nochmal extra Namen schreiben, wenn ihr wollt. Aber ich werde das jetzt... Achso, naja, der Hauptgewinn ist ja völlig in Ordnung. Erlöser, Fatman, Reba. Hier, die Sachen. Die müssen einfach... Radwumme. Die müssen einfach umgenannt werden. Sonst komme ich da nicht klar. Wie. Das ist eigentlich die... Radierer. Radierer. Oh, das ist schon echt. Das habe ich schon wirklich. Da habe ich mir schon was. Ja, sexy. Radwumme, die legen wir nämlich dann weg. Ja, das gegen Menschen. Wir schießen doch nie auf Menschen. Hallo. Dann hier die 10 mm Schniedel. So. Sturmgewehr nennen wir einfach. Hyper Beast. Ich bin halt manchmal irgendwie dumm. So, Hyper Beast. Kampfflinte. Pump. Und schon ist es einfach nicht mehr so kacke. Nicht mehr so kacke unübersichtlich und was haben wir überhaupt dabei und. So, wunderschön. Da sehe ich auch direkt, was kacke ist. Da sehe ich direkt, was kacke ist. Hoffe ich doch. Fatman, Schissel. Ich weiß, ich sollte vielleicht auch immer einen dabei haben. Aber irgendwie, wenn wir Jet dabei haben, reicht das meistens, oder? Man braucht. Bla, bla, bla. Murphy ist im Ghost. In Ordnung. Was haben wir hier drin? Die Fusionskerne. Halt bloß die Gosh. Keine Ahnung, wo Fusionskerne sind. Atomic, das sind die, ich wollte eigentlich nur die Spiele reinmachen, aber jetzt ist da doch so ein anderer Scheiß noch drin. Okay, Achtung. Die Mods. So. Dann gehen wir in den
Kastratenmodus und bauen Folgendes. Hört mal zu. Folgendes. Möbel, Stühle, Behälter. Wir haben hier einmal einen Actons Rank. Der ist irgendwie scheiße. So, wir haben hier einen kleinen und einen großen. Und in den kleinen... in den kleinen kommt aus dem diversen Kram alles, was hier solche, ja, solche Disketten sind, solche abhörbaren Dinger. Und in das andere kommen alle Zettelchen halt. Blick aus dem Vault, das haben wir noch nicht gelesen, aber ihr habt auch nicht geschrieben, dass ihr es vorgelesen bekommen wollt, also von daher, tschitsching. So, Dunwich, das war auch alles ziemlich eklig. Diese Dunwich-Sachen, wisst ihr noch? Da unten Eddie Winter, Holoband. Ich wollte gerade sagen, das ist das, was wir uns noch anhören müssen. Sehr gut. Zum Glück kann man Quest-Gegenstände nicht weglegen. Wackelpuppe haben wir auch. Haben wir hier so einen Wackelpuppenständer? Don't we got an Wackelstander? Aber das wollen wir eigentlich auch ein Ding machen, ne? Scheiße, das baue ich hier doch die Hauptkacke hier hin. Ach, wisst ihr was? Hier lagern wir halt unseren Scheiß, aber Tentacle Island. Da werden die Frauen von Tentakeln und sowas. Da geht's richtig rund. Gott, wir haben so viel Scheißdreck. Jetzt bin ich hier durchgescrollt, wie dumm. Wow. So, und. Wir müssen es behalten. Jetzt habe ich es weggemacht. Egal. Oh Gott, wir haben so viel Zeug. Pipfall, das ist ein Spiel. Ein nutzbares Spiel. Da ist es. Da. So, wir können hier noch. Gott, haben wir erst so wenige Dinger hier reingemacht. Das fasse ich gerade nicht. Rein damit und. Rein damit. Ja, das wird der allerhöchste Eisenbahn, dass wir die Scheiße hier mal ablegen. Das ist ja schrecklich. Wir haben so viel Kack dabei. Das Holoband müssen wir dabei behalten. Das ist für diesen krassen Überroboter, der da irgendwo, den wir da irgendwo gefunden haben. Wisst ihr noch? Auf dem Schrottplatz. Aha, so. Das hier weg und das hier weg, weil sonst finden wir da nichts mehr. Wenn wir hier irgendwie mal wirklich was suchen müssen in der Quest, dann das dauert ja dann Jahrhunderte. Und dann haben wir vielleicht ultra die Hektik und deswegen sollten wir das einfach... Von Anfang an möglichst chillig. Oh. Es ist erstaunlich, wie viel nice. Sie hier draußen noch zu entdecken haben. Dann machen wir die einfach hier rein. Oder sollen wir hier einfach noch so einen Ständer hinmachen? Ach, wisst ihr, was ist immer noch ein Ständer dahin? Wir haben es doch, Ist der hier auch irgendwo drin? Ach komm. Wo sind denn dann diese Sachen? Sind die bei Spezial vielleicht? Regale, bei Regale ist es, glaube ich, dabei. Ja, da jetzt haben wir einmal das hier. Ja. Und dann kann man irgendwo noch die Wackelpuppen aufstellen. Die Vault-Tech-Puppen. Wenn ich wüsste, wo. Bei Sonstiges? Da ist er ja. Den mache ich fürs Erste auch mal hier hin. Guck, wir haben 8 Betten, 9 Leute. Wie geht das eigentlich? Und das wird nicht als rot angezeigt. Habe ich die Divin Passable? Warum heißt der Passable? So. Genau, ich weiß, das ist gerade ein bisschen viel Pimmelei auf einmal, aber ich finde, das fühlt sich irgendwie gut an. Findet ihr nicht auch, dass sich das gut anfühlt? Beryl wird jetzt bestimmt voll lachen, wenn er hier zuguckt. Ich war früher immer derjenige, der bei zum Beispiel bei Minecraft die Truhen aufgeräumt hat. Also, wir hatten die Truhen höchst krass sortiert. Da nur Holz, dann nur dies, dann nur das, Bauwerkzeuge, Pipapo, das hast du nicht gesehen. Und wir haben das so gemacht, dass wir die Sachen so gut es ging selbst eingeräumt haben. Und wenn man halt nicht wollte, gab es diverse Truhen, wo man einfach die random Truhen, da konnte man einfach alles reinschmeißen. Und ich bin immer wieder hingegangen und ich habe es auch echt gern gemacht und habe alles rausgeholt und dann einsortiert. Das finde ich irgendwie nice. Macht irgendwie Spaß. Also es ist jetzt nicht die spannendste Arbeit, aber ich ziehe da irgendwie was draus. Das fühlt sich irgendwie gut an. Komm, da ist ja noch eine Backup-Pap. Und vor allem können wir jetzt speziell hier sehen, weil man die Sachen auch so schön displayen kann, was wir alles schon haben. Das ist doch schon einiges an Wackelpuppen, oder? Ich habe jetzt zum Beispiel hier vor allem bei den Büchern, habe ich nie in dem gedacht, dass wir so viele verkackte Bücher haben. Ah, da unten waren ganz, ganz, oh Gott, da unten waren ganz, ganz viele. Ah. Da ist noch ein Spiel. Die Spiele müssen wir auch mal spielen. Wir haben echt viele davon.
So. Die Einstellungsgespräche waren auch cool in dieser einen Vault. Zum Glück konnte ich das nicht lagern. Das hätte ich jetzt auch gesucht, wie ein Kreuzer. Noch ein Tabutitus. Und da oben lassen wir Robkoffern. Und noch Robkoffern. Und hier ist sonst nichts mehr. War es das vielleicht sogar schon? Ja, das war es schon. Ja. So, dann können wir hier noch das weiter. Wir fangen jetzt auch hier mal an und machen hier in diesen Aktenschrank Folgendes. Und zwar den ganzen anderen Scheiß. Diese, ja, meine große Schwester Red, Aufzeichnung des Plünderers und so weiter und so fort. Dieser ganze Kack. Befehl der Supermutanten. Das, was wir wirklich nicht brauchen, legen wir hier rein. Die synthetische Wahrheit. Dutchmans Instruktionen. Haarklammern. Die sind hier drin gelagert. Okay. Ganz viele Holobänder, die wir gleich noch ablegen können. Keine Sorge, Schwester. Margarets Notiz. Margarete Notiz. Kann man nicht weglegen. Gut. Notizen zu... ja, das war der zerhackstückelt wird, glaube ich. Nuka Kate Ticket. Pigments Visitenkarte. Red, hier ist Lily. Roboter Wegmann-Baupläne, die müssen wir, glaube ich, behalten. Diese blöden Zigarren. Warum haben wir diese verkackten Zigarren am Start? Die haben wir, also ich weiß, woher die sind. Die sind noch von Kellogg. Die haben wir da ja irgendwie eingesackt, als wir ihn gesucht haben. Aber dennoch, wofür brauchen wir das denn, bitteschön? So. Und jetzt hier endgültig die restlichen, ja, diese restlichen Sachen wie persönliche und Gelöbnisanweisungen. Holoband, das wollen wir behalten. Jackson weg, Josh weg. Das Holoband hier, aha. Mechanist, Holoband, haben wir ultra viel. Das hören wir uns noch einmal an, bevor wir das weitermachen. Eine Notiz, die müssen wir uns durchlesen. Und weil nur so finden wir die Sachen ja auch. OP-Beleg, warum habe ich den jetzt nicht gesehen? Warum habe ich den nicht rechtzeitig gesehen? Silver Shroud Script, Sergeant Lee's Holoband. Also Back 12. Ah, das sind die, das waren diese coolen Teile. U-Bahn-Marken. Warum habe ich diese Lunchboxen dabei? So, das Tagebuch, die überfälligen Bücher können wir in diesem einen Altenheim abgeben. Diverses, das Spiel noch da rein. Jetzt können wir hier reingehen und uns die Sachen anhören, die uns noch fehlen, beziehungsweise geschädigtes Buch, das schmeiße ich weg. Oh, die Scheiße nicht. Noch kein geschädigtes Buch. So, ich glaube, das ist noch nicht mal was wert. Ach, die ganzen Schlüssel sind ja auch drin. Ach komm, warum sind denn die jetzt noch hier aufgeführt? Die kann ich doch gar nicht weglegen. Also das finde ich wirklich, das ist jetzt aber echt unter aller Sau. Dass wir den Scheiß jetzt noch hier drin haben. Niki, du alter Nietzack, hier ist Marty. Ich weiß, es ist schon eine Weile her. Aber ich bin da auf eine etwas geheimnisvolle Sache gestoßen, die deine Schaltkreise in Gang bringen könnte. Erinnerst du dich noch an diese hässliche Grashüpferstatue oben auf Faneuil Hall? Da war eine Notiz das war dran. Das, alles klar. Eine Notiz des Sohns von einem gewissen Sham Drown. Ich schätze nicht, dass der Name dir was sagt. Aber der Typ war ein Kupferschmied aus der Zeit, als die Leute sowas noch gemacht haben. Offenbar führt diese Notiz direkt zum geheimen Versteck des Typen. Ich weiß nicht, was da drin ist, aber ich wüsste schon gern, ob es das Versteck noch gibt. Also das finde ich wirklich richtig kacke, dass wir hier noch diese ganzen scheiß Schüssel drin haben. Beobachtete ungewöhnliche Aktivität hat aufgehört. Fenster ist offen für Kontaktaufnahme durch schweres Kaliber. Ja, bla bla, das haben wir auch schon. Es muss sofort gehandelt werden. So. Das Paket befindet sich noch immer in meinem Besitz. Es ist hier aber nicht mehr lange. Ach, was eine Kacke. Ende. Gut, ich meine, wir sind trotzdem jetzt ein bisschen leichter geworden, ne, weil wir auch die Mods weggemacht haben. Ja, es gibt halt auch die Hilfsmittel, wo ihr gesagt habt, das muss ich halt so Stück für Stück verbrauchen, wenn ich sie nicht nutzen will. Ich weiß halt nie, habe ich da gerade ultra viel Fleisch und Bohnen gehabt? Eichhörnchen am Spieß. Können wir auch noch hier einräumen. Und zwar, schalala, haha. Alle Abhängigkeiten heilen. Wir haben halt echt viel Scheiß dabei. Blutpakete weg, dann Eichhörnchen am Stiel weg, Fleisch und Bohnen weg.
Der Cola Quantum weg. Das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal gemacht, hier den ganzen Kram einfach weggelegt, den wir wirklich überhaupt gar nicht benutzen. Aber so Sachen wie Psychotats und Psycho-Buff und was weiß ich, das müssen wir jetzt halt auch einfach mal so peu à peu nutzen, um zu gucken, was es überhaupt bringt. Ihr wisst ja, ich kenne mich damit nicht aus, weil ich den Scheiß nie benutzt habe. Aber ja, das müssen wir halt mal machen. Was steht denn dabei, Alektol? Halt alle Krankheiten, alles klar. Wasser, wissen wir auch, was es macht. So, Buff-Jet, Zeitlupe für 22 Sekunden. Und bringt halt noch Stärke auf 3 hoch, Ausdauer auf 3 hoch und so weiter. Buff-Out, Stärke, und das macht dann die Stärke hoch. Buff-Tanz, das macht das auch, das auch. Erhöht den Nahkampfschaden um 50%. Furry, schon mal nicht übel. Jet, wissen wir, was es bringt. Medex, Schadenresistenz, Mantens, okay. Mantets, meine ich. Packspritze, beruhigt das Ziel. Die müssen wir mit diesem Spritzengewehr wegschießen. Die haben wir ja gar nicht dabei. Psycho, Schaden plus 25, okay. Psycho Jet, Zeitlupe für 22 Sekunden und dann nochmal plus 25% Schaden. Das klingt schon mal sehr edel. Auf Schaden 25%. Und da kriegen wir noch stärker dazu bei dem Psycho Buff. Okay, okay, okay. Stealth Boy, wissen wir, was es macht. Das macht uns unsichtbar. Davon könnten wir eigentlich auch welche ablegen. Weil einer ein Kilo wiegt. Wir haben 15 Stück. Ich lege jetzt mal 10 weg. Ja, 10. Das wird schon passen. So, wir legen 10 weg. Ultra Jet, Traubenmantens. Du kaufst zum Zimmer billiger. Okay. Ja, wisst ihr Bescheid. Ich war eine ziemliche. Oh Gott, halt einfach die Gorsch mit deinem Scheiß. Wie viel. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist schon mal wirklich nicht schlecht. Wir können echt sehr viel jetzt mitnehmen. Und haben uns hier eigentlich ganz gut runtergearbeitet. Wir haben halt. Diese Rauchgranaten, wiegen die was da wegen. Ja, wir haben 18 Stück, da wiegt eine. 0,5, das ist halt schon echt bitter, die verbrauchen wir in der Theorie gar nicht. Baseballgranaten haben wir, da wiegt einen Kilo, dann haben wir Impulsgranaten, Impulsminen, die Sachen, die wir eigentlich nie benutzen, aber benutzen sollten. Oder beziehungsweise wir warten halt darauf, dass es Anwendung findet. Wir müssen dran denken, dass wir einfach diese Möglichkeit haben, dass wir im Inventar ganz viel Zeug haben, das wir auch mal benutzen sollten. Speziell jetzt im Angriffsmodus, aber auch im Verteidigungs- oder Schutzmodus. Starlight Drive-In wurde angegriffen, habe ich vorhin noch mitbekommen. Da gehen wir jetzt mal direkt hin. So, ich hoffe, es war nicht ultra krass. Ich denke, zum Einschlafen ist es wirklich nicht schlecht. Manche schauen sich tatsächlich diese Folgen abends an, um einzuschlafen. Sie sagen irgendwie, meine Stimme wäre beruhigend. Das finde ich auch sehr schön, dass ihr das findet. Dankeschön. Jetzt schlaft ihr diesen Klang meiner Stimme ganz gemütlich ein. Säuselt langsam. Oh, fuck! Leute! This is a big fucking great attack, isn't it? Oh my god, ey. I'm fucking on your call. Dieser Augenblitz. Wie ist der total tot? Klopft sich richtig. Wie der aussieht, der Limpa? Nein. Auf mich zu schlagen. Du. Dass mein Angriff dann unterbrochen wird, das sackt schon ein bisschen rein. Mechanist Holoband eingesammelt. Da liegt einer rum. So. Also hier sollten wir auf jeden Fall ein bisschen die Verteidigung ausbauen. Das hier wird doch echt oft angegriffen. Und auch wirklich von einigen Kram, ne? Wirklich, Mann. Was ist da gerade passiert? So. Krass, krass, krass. Hier ist viel los. Okay, warte. Als noch einer unterwegs. Ich fass es nicht. Was machen denn die Geschütze? Ich glaube, die können nicht richtig auf die Seite zielen. Haben wir einfach zu wenig hier? Zu wenig Schutz? Ja klar, wir haben zu wenig Schutz. Werden wir dann auch öfter angegriffen, wenn wir zu wenig Schutz haben? Ist es möglich? Kann das sein? Okay, passt auf. Hier noch ein Geschützturm hin. So. Ach, fuck. Und in die Richtung noch einen. So, dann bauen wir, einfach nur um die Reichweite unserer Bum-Bum-Schissel-Lehrung zu vergrößern, hier in die Mitte einfach diese Artillerie. So. Des Weiteren brauchen wir, warum brauchen wir hier Energie? Wir haben doch noch nicht mal irgendwie, wir haben ja nichts, was Energie frisst, oder? Doch, wir haben hier Energie. Ach, der ist kaputt gegangen. Komm, den repariere ich, warte mal, reparieren. Ja. Und da läuft's. Wir könnten gucken, was uns hier noch so ein Dingens kostet. So ein 63 können wir von. Ja, das sind die besten, diese kleinen Dinger. 63 können wir davon bauen. Wir brauchen aber auch keine gerade.
Ah, wisst ihr was? Wir haben hier dieses Geschäft stehen. Das heißt, hier müsste es jetzt eigentlich gleich Cash geben. Ich lege das Zeug ab. Pass mal auf. Ja, 121 Kronkorken. Ich glaube, es gibt 50 pro Tag pro Geschäft. Das ist schon mal echt eine Goldmine. Ich glaube, wir haben noch nie Probleme jetzt gehabt, oder? Wollten wir uns mal irgendwas kaufen überhaupt? Wir müssen, glaube ich, echt öfter einkaufen. Wahrscheinlich merken wir dann aber auch, dass die Preise höchst gesalzen sind. Und dann macht das Ganze auch wieder Sinn, dass wir dann so viel Cash haben. Aber naja, okay. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge.